Oh mein Gott, wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Der eine oder andere denkt jetzt vielleicht, okay, es ist ein normales Pack Opening, also Weekend League Belohnung, aber ich war ja Gold 1. Das heißt, ich müsste ja eigentlich zwei von diesen Dingern haben, von den kleinen und nicht nur eins. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Irgendwie war am 28. Dezember gab es ein Problem in der Software und beim Pack Opening. Also wenn man Packs aufgemacht hat, da waren irgendwie die falschen Karten drin. Und deswegen haben jetzt alle, die in der Zeit Packs aufgemacht haben, die haben die einfach nochmal bekommen. Das heißt, man hat also doppelten Value. Man hat die alten Karten nicht weggenommen bekommen, sondern einfach nochmal die gleichen Packs bekommen und darf aber auch die Sachen behalten, die in den anderen Packs drin waren. Deswegen machen wir jetzt erst das Pack-Opening, dann gibt es einen Schnitt, dann gibt es das nächste Pack-Opening für die Gold-1-Belohnung, logischerweise. Und dann kommen die Spiele. Wir fangen an mit dem Silver-Pack. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich da Packs aufgemacht habe zu dem Zeitpunkt. Keine Ahnung. Ist natürlich schade, dass ich nicht noch mehr Packs aufgemacht habe zu dem Zeitpunkt, weil die hätte man jetzt alle nochmal aufmachen können. Schade, schade. Aber ich freue mich auch so, drei Packs nochmal, vor allem zwei größere Packs, die ich aufmachen kann. Sehr schön. Ich werde jetzt auch direkt mal die Spieler nachschauen. 850, 800, okay, stellen wir rein für 700. Das ist natürlich sehr geil. Wie gesagt, schade, dass es nicht noch mehr Packs waren. Schade, dass ich da zu dem Zeitpunkt nicht Gold 1 war mit mehr Packs, wie gesagt. Aber also ich meine, wir dürfen es nochmal aufmachen. Was geht? Das ist ja richtig geil. Und mal gucken, ob diese Packs jetzt genauso schlecht sind wie von den letzten zwei Openings. Also die letzten zwei Openings, wir hatten genau die gleiche Sets, das kleine und das große. Und die waren einfach so schlecht. Wir hatten in keinen, also wie gesagt, die letzten beiden Male hatten wir nicht mal einen Leinwandspieler drin. In keinem von den Sets. Richtig, richtig schlecht. Aber ich hoffe, dass das dieses Mal nicht der Fall ist. Aber gut, werden wir ja gleich sehen. Oh, wir haben sogar eine seltene Bronzekarte drin. Das ist ganz cool, weil die ist ein bisschen was wert, die Fitness. Die ist sogar ziemlich teuer. Ich glaube, die war fast 1000 wert. Das sieht immer noch danach aus. Moment mal, warum wird denn hier bei jedem einzelnen eine Minute irgendwas angezeigt? Ich wollte schon sagen, das geht auch gar nicht. 1950. Ich denke, für 850 bekommen wir es los. Das ist doch gar nicht schlecht. Oh, wieder mal Heilung. Was ist das? Knie, okay. So, jetzt kommen wir zum größeren Pack. Come on, ich will wenigstens den Leinwandspieler. Es gibt auch so viele nichts wertvollen scheiß Leinwandspieler. Gebt mir bitte den Leinwandspieler. Wieder keiner. Ey, das ist echt so krass. Das ist so krass scheiße. Das gibt's gar nicht. Enrich, ich guck nur die wertvollen nach. Die wertvollen, in Anführungsstrichen, die seltenen. 900, der ist nichts wert. Fegulli, der Feggy, hatten wir den letztes Jahr nicht mal als Inform oder Second Inform oder irgend sowas? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Pardo. Ja, drei Abstoß seltene. Vielleicht ist hier was dabei, aber da habe ich keinen Bock, die nachzugucken. Deswegen haben wir die alle nur auf die Transferliste. Und den schauen wir noch nach. Achthundert, okay. Stellen wir jedenfalls 700 rein. So, großes Pack. Also ich habe überhaupt kein. Also, wenn es jetzt wieder so. Das wäre dann das dritte Mal in Folge. Das wären dann insgesamt sechs Packs, wo kein Leinwandspieler drin ist. Und das waren davon drei Megasets. Das kann nicht sein. Also jetzt muss ein Leinwandspieler dabei sein. Come on! Aber wahrscheinlich habe ich mein ganzes Packlack verloren, nachdem ich Neymar gezogen habe. Leinwand-Inform! Leinwand-Inform! England? Stürmer, was ist das? Stimmt Rotz? Ja, ach du Scheiße. Ich beschwere mich nicht. Es ist eine Abschlussinform. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Wir haben ach Gott, 75er. Oh Gott. Die schlechteste Goldinform, die man ziehen kann. Alessandra, der hat schon den Frauenname. Mann, ich weiß, Alessandra wird wahrscheinlich wieder Italien in Männername sein, aber. Oh, da ist nichts wert. Da wird nicht mal 10.000 wert sein. Aber ich meine, es ist geiler als nichts. Aber ja, das ist eine ganz schöne. Ach Mann, ich kann mich trotzdem nicht so richtig freuen. Ach oh Gott, der Alessandra. Ach du Scheiße. Und der nächst seltene ist ein 77er. Ach Gott, Gott, Gott.
10,5. Ich hab's euch gesagt, der ist nicht mal 10.000 wert. Steht für 9,9 drin, 9,6, 9,7. Für 9.150 kann man ihn abstoßen. Ich überlege gerade, aber 9,6 war das billigste. Es ist wahrscheinlich besser, wenn man ihn direkt abstößt, weil sonst gehen ja noch 5% weg, fällt mir gerade ein. Ja, es ist besser, ihn direkt abzustoßen. Alter, das ist das krass. Aber ich meine, es sind immer 9.150, aber man muss sich halt überlegen, ne? Dass ein Jesus, weiß ich nicht, 40.000 oder sowas wert ist. Und ein Inform-Spieler, ich meine, klar, ist nur ein 75er oder so, den verkauft man halt dann für 9.000 irgendwas. Das ist schon krass. Aber es ist besser als nichts. Wir haben eine Inform bekommen, aber es ist auf jeden Fall die schlechteste Inform. Ich glaube sogar, das ist die schlechteste Gold-Inform, die ich je hatte. Also je, wirklich jemals. In allen FIFAs, wo ich bisher Informs gezogen habe, würde ich sagen, das ist die schlechteste. Wie gesagt, Gold. Ich habe, glaube ich, schon mal ein Silber-Inform gezogen. Und ich habe, glaube ich, auch schon mal ein Bronze-Inform gezogen. Aber ich glaube, als ich den Bronze-Inform gezogen habe, da war das noch so, dass jede Inform mindestens 10.000 wert ist. Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass der Abschlusswert variiert. Also man hat ja auch jetzt gesehen, der Abschlusswert war bei 1000, bei 9.150. Und ich glaube, früher war das halt so, da war jede Inform mindestens 10.000 wert, wenn man die abgestoßen hat, egal ob Gold, Silber oder Bronze. Und ich glaube, das ist jetzt anders. Also ich glaube, eine Silber-Inform ist jetzt auf jeden Fall weniger. Und ich glaube, eine Bronze-Inform hat sogar einen Abschlusspreis von 5.000, glaube ich. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube so in die Richtung. Aber ja, es ist auf jeden Fall die schlechteste Gold. Ich hatte noch nie einen 75er Gold. Und ich habe auch noch nie einen Goldspieler gehabt, einen Gold-Inform-Spieler, den man wirklich, wo es wirklich besser war, ihn abzustoßen, als zu verkaufen. Also schlechteste. Aber ist doch nicht schlecht. Wir haben jetzt in FIFA 18 einmal den besten Inform-Spieler, den ich je gezogen habe. 94er Neymar, auch wenn er nicht verkaufbar ist. Und den schlechtesten zumindest Gold-Inform, den ich je gezogen habe. Na, das ist doch nicht, ist doch nicht schlecht. Und wenigstens ein bisschen Kohle haben wir halt rausbekommen aus dem Pack, von daher. Ist schon okay. Ach Mann, ey, aber das trollt einen halt so hart. Deswegen ist man auch ein bisschen frustriert und gar nicht so richtig fröhlich darüber, weil man sich denkt, oh geil, Leinwand, oh geil, Inform. Und dann kriegt man einen 75er. Als England aufgepoppt ist, habe ich so ganz, ganz kurz gedacht, Harry Kane, aber der hatte eigentlich gerade keine Inform, glaube ich, draußen. Aber wie gesagt, ich freue mich halt so generell einfach, dass wir die Packs nochmal bekommen haben. Und für euch geht's dann, wie gesagt, nach einem Schnitt weiter und dann gibt's nochmal drei Packs zum Aufmachen. Das heißt, vielleicht wird's ja das beste Opening-Video bisher, weil ich könnte ja dann in den anderen Packs was Geiles ziehen. Wenn ich zum Beispiel noch eine Inform ziehe, ich glaube, ich habe noch nie ein Pack-Opening gehabt, noch nie in gar keinem FIFA, wo ich mehr als eine Inform rausgeholt habe. Also, auch wenn es verschiedene Packs waren, aber es gibt ja auch Spieler, die haben einfach mal in einem Pack mehrere Informs oder so. Also ich habe mal ein Bild gesehen von dem Pack, da waren glaube ich zwei Team of the Season Spieler drin und eine Inform. Also das war auch krass. Oder Moment mal, hatte ich in FIFA 17 nicht was Ähnliches? Ich habe gerade so das dunkle Gefühl, als wenn ich in FIFA 17 auch mal so ein Pack gehabt hätte, wo zwei krasse Karten drin gewesen wären. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Viele seltene Golden. Ah, diesmal haben wir auch wieder Team Fitness Gold. Ne? Die haben wir beim letzten Mal nämlich nicht. Ah, verkaufen wir es auch für 850. Warum gucke ich denn nochmal nach? Ich bin wieder abgelenkt. Ist das so viel wert? Krass. 850 war das billigste bisher. Ja, da gebe ich mal 750 ein.
MS zu ZOM könnte ich mal gebrauchen, deswegen behalten wir das auch. Okay. Dann, wie gesagt, Schnitt, bis gleich. Tschö. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Ach nee, Quatsch, es ist ja wieder nur ein Schnitt. Wir haben ja heute schon mal, wir haben ja diese Woche schon Packs aufgemacht, die geschenkten. Sehr schön. Jetzt bekommen wir noch die wohlverdienten Packs aus unserer letzten Weekend League. Da haben wir Gold 1 erreicht. Krass. Wir haben tatsächlich Gold 1 erreicht und bekommen dann dementsprechend 3 Packs und 35.000 Coins. Das ist schon mal cool. Und wir machen die Packs auf, das ist auch cool, und dann war's das schon. Und für euch geht's dann logischerweise wieder weiter mit den Spielen der Weekend League. Och Mann. Fangen wir wieder an mit den zwei kleinen, ganz unspektakulär. Wir haben ja im Endeffekt erst eine Info gezogen. Es war zwar die schlechteste, die ich je gezogen habe, die am wenigsten wert war. Die war sogar weniger wert als die Bronze, die ich mal gehabt habe, weil damals die Bronze-Info noch 10.000 mindestens wert war. Und wir hatten jetzt einen 75er Gold Inform für 9.150 Abstoßwert. Ja, das Pack fängt schon mal nicht so geil an. Gucken wir immer nur die Silber, die glänzenden nach. 2000, 1,8, 1,8, 1,8, 1,7. Machen wir 1,6. Wird auf Garantie gerade in irgendeiner Challenge gebraucht, also Squad belegen. 1, 2, 1000. Eins, eins, 950, brauchen wir auch nicht, die restlichen gucke ich nicht nach. Zumindest nicht jetzt. So. Den haben wir schon einmal. 500, den tun wir einfach für 4. Ach, scheiß drauf. Ich stelle ihn für 400 rein, dann geht er auch auf jeden Fall weg. Nächste kleine Pack. Also ich würde mich ja schon freuen, wenn wir endlich mal wieder einen Leinwandspieler hätten. Ja, wir hatten erst diese blöde Info, diesen 75er. Aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt endlich. Ich würde mich einfach freuen, wenn ich wieder einen Leinwandspieler bekomme. Warum soll ich denn endlich sagen? Einfach, ich möchte nur wieder einen Leinwandspieler haben. Das ist schon mal keiner. Und vielleicht haben wir ja Glück im Megapack. Weigel, Weigel. 850 ist aber nichts wert, unser Weigel. Eins, zwei, 1000, der ist auch nichts wert. Und auch der ist nichts wert. Ah, das habe ich schon gedacht. Zwei Silberspieler. 1-1, 1-1, okay. Machen wir mal 950. Da bleiben wir unter den 1000, das sieht immer so groß aus. So, letztes Pack, come on. Leinwandspieler bitte. Come on, Leinwandspieler bitte. Bitte. Ich brauche nicht meine Info, mir reicht ein Leinwandspieler. Leinwandspieler, Info, Leinwandspieler. Ah, das ist keine gute Farbe, glaube ich, oder? Ach, ein Kulo ist das, oder? Ne, Koulibaly! Ach du Scheiße! Sehr geil! Oh fuck, warum spiele ich kein Calcio A mehr? Ein Inform Koulibaly wäre natürlich absolut geil. Der normale Koulibaly war schon geil. Guckt euch die Werte an. 76 Tempo, 88 Defense, 87 Physis. Eieieiei. Also der ist mit Sicherheit ein bisschen was wert. Also erstmal will ich auf jeden Fall seine Ingame-Werte sehen, weil die sind auf gar nicht geil. Abfang 89. Kopfball 81, Manndeckung 88, faire Zweikämpfe 90, Grätsche 88. Nur die Passwerte sind immer noch ziemlich schlecht, auch für eine Inform. Sehr, sehr schlecht sogar. Oh, 94 Stärke, 88 Aggressivität. Er wird so geil sein, aber ich werde jetzt logischerweise nicht wieder auf Calcio A umsteigen, nur weil ich einen Inform Koulibaly habe. Mal gucken, was der wert ist. Also 50.000 sollte der eigentlich mindestens wert sein. Eieieiei, ist das geil. 85, ich überlege gerade, wenn ich ihn jetzt verkaufe, jetzt ist er wahrscheinlich noch relativ wenig wert. Also er wird einfach morgen, wenn ich ihn.
entweder heute Nacht reinstelle oder morgen, wenn ich, nachdem ich aufgestanden bin, dann wird er halt ein bisschen mehr wert sein, weil jetzt haben wir alle ihre Packs aufgemacht. Also 80.000 bekomme ich mindestens für ihn, denke ich. Und vielleicht kann ich mir dann wirklich mal Vidal leisten für Goretzka. Das wäre doch mal ganz geil. Also den packe ich jetzt erstmal nur auf die Transferliste, weil ich ihn jetzt noch nicht reinstellen will, weil ich denke, er wird halt ein bisschen im Preis steigen. Wir haben super viele. Oh, guck mal. 83er-Spieler sind doch Leinwandspieler. Das heißt, wir hatten ihn vom Koulibaly drin und noch zwei Leinwandspieler. Wie geil ist das denn? Wir haben aber generell sehr viele. 3-7. 3-5. Ich habe eigentlich keinen Bock, alle nachzuschauen. Ich werde einfach jetzt alle auf die Transferliste packen und werde die dann nachschauen, wenn ich Lust drauf habe. Wir haben echt super viele seltene Goldspieler. Das ist cool. Ja, den kann ich auch. Die Silberspieler gucke ich direkt nach. Wie geil, ey. 800. 700. Ja, was soll es kommen? Sehr geil. Da haben wir schon wieder eine Info gezogen. Und diesmal auch eine richtig gute. Wahrscheinlich so mindestens, was heißt wahrscheinlich mindestens 80.000 wert. Das ist ja mal geil. Und da kann ich mir dann wahrscheinlich sogar Vidal holen. Das ist noch cooler. Eins, zwei. Könnte für 1.000 weggehen. Heilung, zweimal Bein und einmal allgemein. 700. Machen wir mal 600. RAV zu RV. Oh, Alter. Die sollen diese rauskicken. Die ist so sinnlos. Und die kauft halt auch niemand. Das ist echt bitter. So, den Rest machen wir in den Verein. Wie geil, Alter. Wie geil. Ich gucke jetzt nochmal nach, was Vidal momentan wert ist. Damit ich einschätzen kann, ob das wirklich so passt. Aber ich kann ja zur Not auch noch was aus meinem Verein verkaufen, um mir Vidal leisten zu können. Ja, ich wollte Patrick Vieira haben. Ich denke, 160 kostet der ungefähr. 183. Oh, da ist am Preis gestiegen. Ja, bei 160. 180 scheint es gerade so zu sein. Ja, 180 ungefähr. Muss ich gucken, ob ich mir den leisten will. Also, ich müsste halt noch mehr verkaufen. Das ist halt das Problem. Ich meine, selbst wenn ich jetzt 100.000 bekommen würde, was nicht der Fall ist, würde das ja nicht reichen. Klar, ich habe noch ein paar andere Spieler, die ich verkaufen kann, aber ich gehe eher von 80.000 aus. Da fehlen dann schon noch einige. Ja, ich glaube. Ich glaube, ich werde ihn mir doch noch nicht kaufen, weil einfach kein. Also da muss ich dann doch noch einiges verkaufen. Aber Vidal ist halt, das kann halt schon ein Game Changer sein. Vidal nervt halt schon immer krass rum. Also eigentlich habe ich schon Bock auf Vidal. Vielleicht, ich glaube, ich kaufe ihn mir doch. Ich glaube, ich werde das schon irgendwie arrangieren, dass ich ihn mir kaufen kann. Ich will mal gucken, was. Ja, Info um Goretzka wird wahrscheinlich auch immer weiter im Preis steigen. Er müsste mal eine Second-Info bekommen, damit wieder ein paar Karten auf den Markt gehen. Ja, Goretzka kann ich mir nicht leisten. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Spiele mache. Tschüss. Wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise es ist ja nur ein Schnitt für euch. Wir haben krasse Karten gezogen, Info um Koulibaly, dann noch diesen Info um 75er, bestes Pack-Opening seit langer Zeit. Neymar war natürlich auch nicht schlecht, aber untauschbar. Und im Endeffekt nur eine Informkarte in dem Pack-Opening. So, wir haben neu Allen, der zwar nur ein Inform 83er ist, aber merkwürdigerweise von den Defense-Werten teilweise sogar besser als Gustavo oder gleichwertig ist. Aber er hat das bessere Tempo, bessere Dribbling, besseren Pass und über 90 Ausdauer. Also von dem her hoffe ich mir eigentlich auch ziemlich viel. Wird sicherlich geil. Dann haben wir natürlich für die Bundesliga Vidal, der ja sehr selten in gegnerischen Teams anzutreffen ist, merkwürdigerweise, aber ich fand den die zwei, drei Mal, wo er in den gegnerischen Teams war, super nervig. Er war bisher immer super geil drauf in den letzten FIFAs.
Und ich gehe mal davon aus, er ist auch dieses Mal wieder, wie gesagt, als Gegnerwoche bisher eher unangenehm. Ich hoffe auf viele starke Gegner zu treffen, um einfach mich gegen die, ja, verbessern zu können, mich gegen die, aber das ist doch schon mal ein gutes Team. Da könnte, wenn der Gegner gut spielt, das ein schweres Spiel werden. Ich sollte das einfach immer als Herausforderung sehen. Ich gehe davon aus, zu verlieren. Ich werde wieder versuchen, demütig ranzugehen. Ich werde wieder versuchen, vor allem in meinem Abwehrspiel mich zu konzentrieren. Und mir fällt Liebe gerade Zuschauer, ein, herzlich willkommen aus ja, der wir müssen den FAZ Kommentator noch Champions ausschalten. Weekend League. Wolfuß und Frank Buschmann sind für Sie mit dabei. So. Genau, demütig, ich gehe davon aus zu verlieren, ich werde mich auf die Abwehr konzentrieren und ich hoffe einfach auf viele starke Gegner zu treffen, dass ich gegen die einfach quasi besser werden kann, trainieren kann. Das ist die Herangehensweise für dieses Mal. Oh, ich habe gar nicht geschaut, ob der Gegner vielleicht seine Formation umgestellt hat. So, konzentrieren wir uns. Wie gesagt, vor allem die Abwehr will ich wieder solide gestalten. Schöner Pass. Schön gespielt, vor allem die Übersicht wunderbar behalten und dadurch halt gesehen, dass er gedoppelt hat dort unten und dadurch war halt Neymar erstmal super frei, dann hat er Raphael, Quatsch, umgedreht. Firmino war glaube ich ziemlich frei, und dann habe ich auf Neymar gepasst, der hier auch die Abschlussqualitäten mitbringt, er ist auch beidfüßig, um dann mit seinem schwachen Fuß ins kurze Eck zu schießen, weil der Torhüter auch rauskam und dadurch die Ecke aufmacht. Jetzt gehen wir auf Defensive. Jetzt, wie gesagt, ich will versuchen, zu 0 zu spielen. Es ist halt wirklich immer eine Herausforderung, in FIFA 18 zu 0 zu spielen. Aber ich möchte es versuchen. Und deswegen ist jetzt erstmal wichtig, dass wir die Abwehr gut gestalten. Das haben wir zum Beispiel gut gemacht und holen zumindest den Einwurf. Das war knapp. Aber ging noch gut. Beigesetzt, da jetzt mal abbrechen. Schade. Komm! Das haben wir sehr gut gemacht mit Thiago Silva, aber da gefällt mir auch überaus gut. Ich wollte ja eigentlich mal Naldo probieren, aber irgendwie das Problem bei Naldo ist halt immer, der springt nicht gerne, da habe ich immer so ein bisschen Angst. Also Info Naldo natürlich. Schade, keine Ecke. Da habe ich immer so ein bisschen Angst, dass er einfach zu kopfballschwach ist. Ist vielleicht nicht so wichtig in FIFA 18, aber trotzdem. Und seine Werte sind auch nicht so viel geiler als Miranda zum Beispiel. Es wäre halt ganz cool, einen Inform Miranda zu bekommen oder Inform David Luiz, dass ich halt wirklich ein. Ich meine, er wäre dann schweineteuer, aber dann hätte ich wenigstens einen Grund, auf den zu wechseln, weil er dann auf jeden Fall besser ist als Miranda. Oh, das war ein Fehler. Hatten wir einen kleinen Fehler in der Abwehr drin, den haben wir dann aber glücklicherweise wieder gut machen können. Aber der Gegner hätte hier definitiv auch ein Tor schießen können. Hatten wir Glück. Das war ein Abschluss. Er war ja auch richtig schwach.
Ja. Er musste sich dann zustellen, weil er zu viel Platz hatte und schießen wollte, was er auch gemacht hat. Fehler vom Gegner. Aber es ist alles sehr, sehr eng. Also er kommt zu oft bei mir in den Strafraum rein. Und das Problem ist halt, wenn man die nicht schafft, vorher die Bälle sich zu erarbeiten, dass immer mal ein Abwehrfehler oder so passieren kann oder man einfach Pech hat. Gerade im FIFA 18 kann das halt passieren. Und dann ist es halt ganz schnell mal ein 1-1. Boah, aus der Drehung, relativ gefährlich, dafür, dass es aus der Drehung war. Ich musste da abschließen. Ich würde schon sagen, dass wir spielerisch besser sind als der Gegner, aber es ist halt trotzdem nur ein 1-0. Aber wie gesagt, ich will versuchen, zu 0 zu spielen. Gerade im Aufbau macht er halt sehr wenig Fehler, deswegen ist es schwierig, da vorher einen Ball zu bekommen. Jetzt haben wir immerhin dieses Abseits provoziert. Na, das hat er schlecht gemacht. Schade. Das haben wir wieder gut gemacht. Schönes Stellungsspiel. Ah, nicht weit genug. Schade. Sehr gut. Ah, schade. Ah, ich denke, es ist für den Gegner sehr anstrengend gegen uns zu spielen. Es macht auch den ersten, ich nenne es mal Flüchtigkeitsfehler, den er vorher nicht gemacht hat. Das ist immer ein gutes Zeichen. Deutet dann wahrscheinlich, dass die Konzentration nachlässt. Das war ein guter Pass. Oh, vielleicht ein Tick zu weit. Ja. Fuck. Der erste war ein Tick zu kurz, der war ein Tick zu weit. Ah, schöne Laufwege von Firmino auf jeden Fall. Und Rafael hat ja eigentlich auch die Klasse, da die Pässe zu spielen. Die erste Hälfte zieht sich irgendwie, oder nicht? Sehr gut gemacht. Also, wir stehen ganz gut. Wir stellen uns gut in die Passwege rein. Der Gegner macht mittlerweile auch mehr Fehler, weil er dringend ungeduldiger wird. Vielleicht lässt auch die Konzentration schon nach. Zweimal geschossen. Ich meine, wir hatten auch nur eine große Torschance. Die haben wir aber zum Glück genutzt. Aber die war auch gut rausgespielt. Das war kein Glück oder so. Dann hat der Gegner einfach Abwehrfehler gemacht und hat halt gedoppelt, wo hätte er nicht doppeln dürfen. Macht aber auch oft im Strafraum, weil man einfach panisch wird. Schade. Und da ist es. Das habe ich halt gemeint. Das war halt Glück beim Gegner, wie er dann nochmal den Abpraller bekommt. Aber dann ist es halt leider ein 1-1. Aber egal, wir müssen jetzt einfach so konzentriert weiterspielen wie bisher. Und dann schießen wir auch das 2-1. Und leider spielen wir nicht zu 0. Das ist halt einfach sehr schwer, ein FIFA 18 zu 0 zu spielen. Ist auch nicht verdient, dieses 1-1, aber hier, das alleine schon wieder der Laufweg, der Pass, ist, denke ich, auch viel Glück. Klar kann man auch sagen, war halt einfach gut gespielt vom Gegner, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das so geplant hatte. Das war einfach nur Glück, dass die Qualität seiner Spieler quasi die meiner Meinung nach schlechte Idee für den Pass irgendwie gut umgesetzt haben. Weil, wie gesagt, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er das nicht so geplant hatte. Da wollte ich nicht hinpassen.
Stellungsfehler vom Dani Alves. Der halt einfach blöd drauf zuläuft. So, jetzt haben wir das Lackertor mit dem Abpraller. Ich denke, ausgleichende Gerechtigkeit. Wieder macht's Neymar. Oh, und er mag unseren Verein! Er mag unseren Verein! Ja, Neymar bleibt bei uns. Er möchte nicht wechseln. Sehr schön. Das freut mich. Er kann auch nicht wechseln. Er kann maximal verschwinden ins Nichts, wenn ich ihn abstoßen würde für 0 Coins. So. Da wurden wir quasi mal belohnt. Jetzt haben wir blöderweise Flügelwechsel gemacht, was ich überhaupt nicht wollte. Das war ein Fehler von mir, beim letzten Torfress, das ist meine Schuld. Machen es wieder gut. Trotzdem dumm der Fehler. Ah, es hat zu lange gedauert. Scheiße, das war mein Fehler. Wenn wir jetzt ein Tor durch die Ecke kriegen, ist es mein Fehler, weil ich dann einen Stellungsfehler habe auf außen. Frage ich mich auch, ob das so geplant war. War auch krass. Leider noch ein Lackertor für den Gegner, ein abgefälschter. Aber wie gesagt, die Chance kommt halt nicht zustande, wenn ich den Abwehrfehler auf außen nicht mache, auch wenn das schon ein paar Sekunden her ist, aber trotzdem. Schade. Was soll's? Wir spielen weiter konzentriert und werden dafür mit Sicherheit belohnt. Schade, ich dachte echt, der geht rein. Schwacher Abschluss. Oh, die sind noch relativ fit alle. Auch Neymar gar nicht mal so schlacht. Schlecht. Ich überlege gerade, ich glaube dann. Nee, nee. Ich glaube, die möchte ich noch nicht wechseln. Die sind mir noch zu fit. Sind wir anscheinend nicht so viel gesprintet in dem Spiel. Oh, ich hatte Angst, wenn das passiert wäre jetzt das 3-2 aus der Drehung. War aber ein guter Schuss. Oh, krass. Da hatte ich echt gedacht, da geht rein. Krass. Scheiße.
So, jetzt wechseln wir aber mal. Komm schon. Ich denke, ich gehe jetzt schon mal auf Defensiv und bereite mich für die Verlängerung vor. Mist! Eigentlich ein schöner Laufweg. Oh, nice luck. Nein, fick dich. Och Mann. So unfair. Toll, jetzt verlieren wir das Spiel. Unverdient, was soll's. Konzentrieren wir uns jetzt schon aufs nächste. Das war's. Och Mann. Na toll, und dann auch noch so eins. Schön unten durch, schön lacken. Glückwunsch, egal, auf zum nächsten Spiel. Oh. Ich habe mich echt so konzentriert, ich habe mir so eine Mühe gegeben. Es gibt einfach keine Gerechtigkeit. Krass. Er hat 3 Lackertore geschossen. Kein einziges war geil rausgespielt. Oh, fick dich! Fick dich einfach nur! Was für ein scheiß Lacker, ey! Natürlich Alu und natürlich muss er ihn dann in die Arme schießen. So ein Lacker, ey. Krass. Wie soll man denn da ruhig bleiben? Krass. Geiles Ende, geiles Spiel. Perfekt. Hat sich richtig gelohnt, ey. Sich die Mühe hier zu geben. Oh. Was für ein erstes Spiel schon wieder. Man wird einfach nur bestraft. Egal, auf zum nächsten. Wenn wir so weiterspielen, werden wir auf jeden Fall Gold 1. Aber wenn es so weiterläuft, werde ich wahrscheinlich nicht so weiterspielen können, weil ich einfach das nicht schaffen werde, dann so lange ruhig zu bleiben. Krass. Krass, krass, krass. Was für ein Auftakt. Vor allem dann echt die letzte Phase noch, wo wir eigentlich mehr als nur dieses Unentschieden verdient hätten, gibt's dann nochmal so einen Slapstick am Ende. Richtig geil. 3 Sterne, okay. Egal, gewinnen wir jetzt mit Vidal. Komm, jetzt brauche ich ein Aufbauspiel. Jetzt brauche ich eins, wo ich innerhalb der ersten 5 Minuten 3 Tore schieße und der Gegner abbricht. Come on. Oh, Bundesliga gegen Bundesliga. Gutes Team. Toprak ist vielleicht schlechter. Rechtsverteidiger ist schlechter. Normaler Tolisso ist schlechter. Und Torhüter ist schlechter. Aber ansonsten, wobei sich der Fährmann und der Inform Radecki nicht so viel nehmen. Aber egal, wir spielen. Weiß ich nicht, ob ich da besser einen Flachschuss genommen hätte. Krass gehalten, aber war so eine Situation, wo ich wieder einfach dann auf Schießen drücke und nicht mehr zweimal schieße, weil ich dann oft total scheiße ziele. Also Ballkontakt. Direkt ein Foul, ja. Sorry, ich kann doch nicht dafür, wenn Robben keinen Körper hat und deswegen sofort umfällt, wenn Ginter ihn berührt.
Krass, dass es auch gelb direkt ist. Es war, wenn es direkt ein taktisches Foul gewesen wäre. Schön mit Vidal. Aus der Drehung. Oh, ich war durch, ich Vollidiot. Ich war durch, aber damit rechnet man halt nicht, dass der Gegner so merkwürdig verteidigt. Aber vielleicht ist das ja sein Ding, zu aggressiv auf den Passnehmer zu gehen. Werde ich das versuchen auszunutzen. Och, wie da gefällt mir jetzt schon nach den ersten 5 Sekunden quasi. Krass, was der so macht. Geil, wieso steht denn hier niemand mehr? Niemand in der Mitte zum Einspielen, jetzt mal wieder. Mache ich einen Foul an, an Bailey. So riskant. Schwacher Abschluss, hätte ich besser zielen müssen und vor allem auch straffer aufziehen. Würde ich sagen, der Gegner ist schlechter als der letzte. Kommt auch nicht so gefährlich bei uns in den Strafraum rein bisher. Ist auch deutlich hektischer in der Abwehr. Hat natürlich einen sehr gefährlichen Sturm. Ja, ich sag, er macht deutlich mehr Fehler. Das gefällt mir schon mal gut. Das ist wieder so ein Spiel. Also ich gehe davon aus zu verlieren, aber eigentlich muss ich es gewinnen. So gefühlt irgendwie. Schön abgefangen von Kimmich. Scheiße, schwacher Pass. Oh, da war Alaba schon dran. Mist, schlechte Ballannahme. Ah, er kommt mit seinen 3 Stürmern bisher gar nicht zurecht. Das ist schon mal sehr gut. Vidal fühlt sich bisher auch am Ball ziemlich gut an. Gibt bestimmt auch einen sehr guten ZOM ab.
weil er da fast ein bisschen verschwendet ist, weil er einfach auch so abwehrsteig ist. Das war kein Abseits. Der Ball kam doch eindeutig vom Gegner. Was ist das denn? Krass. Geil, ey, der wird. Das gibt's gar nicht. Wird da abseits gepfiffen? Der Ball kam eindeutig von. Ich hab gar nicht auf Passen gedrückt, also. Hä, wie soll denn der Ball von mir kommen? Das gibt gar keinen Sinn. Schwacher Pass von Werner. Hat halt leider auch keine guten Passwerte, Werner. Also, muss man halt einfach sagen. Er hat ja auch kein Maestro mehr, deswegen. Wo soll es herkommen? Bin nicht zufrieden. Wir generieren zu wenig Torchancen dafür, dass der Gegner eigentlich nicht so gut ist. Ich bin gerade am Überlegen. Was ich mir nämlich überlegt habe, in 4-2-2-2, das ist ja eigentlich genau das Gleiche, nur, dass ich halt kein ZOM habe und zwei Stürmer. Das heißt, wenn ich defensiv weiter gut spielen will, wie jetzt, gleichzeitig aber offensiv vielleicht mehr Druck ausüben möchte, mache ich einfach ein 4-2-2-2. Was ich jetzt auch mache. Da ziehe ich einfach den... Was ist es denn? Hä? Da ziehe ich einfach den... ZOM als zweiten Stürmer vor, bin aber wahrscheinlich defensiv genauso stabil und kann aber einfach offensiv mehr kombinieren. Also ich hoffe mal, mal gucken, ob das funktioniert, meine Idee. Das ist dann einfach eine Formation, wo ich wahrscheinlich defensiv nicht viel einbüßen sollte, eigentlich gar nichts. Aber vielleicht halt offensiv mehr hinbekommen, mal gucken. Naja, aber irgendwie fühlt sich schon ganz gut an, die ersten paar Sekunden. Was war das denn? Oh, das klappt auch noch. Nein, das wollte ich doch abdecken. Ja, aus der Halbdrehung, aus 50 Metern... Also das war ja wohl mal der krasseste Verzweiflungsschuss, den ich seit langem gesehen habe. Spiel ich ihn hier mal an. Wenn er mir es so einfach macht. Schade, das hat er gut verteidigt und ich habe es schlecht gemacht. Wie hat er jetzt das schlecht gemacht? Na also, da kommt der Strahl. Da kommt der Strahl. Sehr gut. Ich weiß zwar nicht, was mit meinem Formationswechsel zu tun hat. Das hätte er, denke ich, auch so machen können. Aber dadurch, dass die anders stehen, stehen ja auch die Verteidiger anders. Ich glaube schon, dass es damit zu tun hat. Da kommt der Strahl. So, und jetzt spielen wir hier zu Null. Das Spiel wichtig. Ob ich diese Trikots hässlich finde. Mit diesem Zeichen da drauf. Sehr schön. Gehen wir auf Defensiv. In dieser 4-2-2-Formation ziehen sich natürlich teilweise die Sechser weiter nach vorn, weil halt das Bindeglied fehlt von... Ne? Von Sechser zu Stürmer, deswegen gehen die weiter nach vorn. Das kann halt passieren, dass man im Mittelfeld dann mehr Lücken hat, aber... Spielen halt auch ein paar Pros, oder nutzen es zumindest als Wechselformation. Das war geil gespielt und auch das bin ich mir wieder ziemlich sicher, kriege ich nicht hin ohne die Formation. Ich glaube, ich werde auch immer zuerst diese Formation nehmen, wenn ich auf eine andere Formation wechsle, statt hätte man auch einfacher flach ins kurze Eck schießen können als ins andere Eck. Werde ich jetzt immer nehmen, wenn ich wechseln möchte und nicht mehr die 4-1-2-1-2, die werde ich dann als dritte Formation aufheben.
Nice Luck. Krass, wie der Robben dahin rennt. Okay, dann schaffen wir es wieder nicht zu null zu spielen, weil der Gegner halt ein Lagertor macht. Was soll's? Verteidigt war es von uns ganz gut. Wir konnten da einfach gegen Aubameyang, denke ich, recht wenig machen. Ich hätte vielleicht sogar auf sehr defensiv gehen können. Nach dem 2-0. Oh, hat einen Außenpfosten noch gestriffen. Schade. Das ist ein bisschen zu viel aus der Distanz, denke ich. Schade, hier hat man bald was gehabt. Hier hat man bald eigentlich auch gehabt. Abgefälscht. Mal aufpassen, nicht, dass wir jetzt hier aus einem 2-0 ein 2-2 machen. Vor allem gegen den Gegner wäre das echt ärgerlich. Nein, wo passt der denn hin? Zum Glück ging's gut, aber es war natürlich nicht der Plan. Oh, was für ein Scheißpass. Schön, aber Hauptsache Sokrates fehlt jetzt hinten. Ah, zum Glück spielt das nicht gut aus. Der Pass war so schlecht. Was glaubt Tolisso, der den gespielt hat? Ah, da hätte ich einen kurzen Pass wählen sollen. Das war dumm von mir. Gegner machen einen krassen Stellungsfehler und ich nutze ihn halt nicht aus, weil ich so einen blöden Laufpass mache. Auch nicht gut gespielt. Ja, bin nicht mehr so zufrieden mit meiner spielerischen Leistung, vor allem offensiv. Oh, schade, den Pass auf Vidal. Das wäre geil gekommen. Oder pfeift aber echt alles. Ey, das war meiner Meinung nach auch wieder kein Foul. Das zweite Mal. Oh, es ist schon 83. Wieso bin ich nicht auf Zeitspiel? Oh, nicht wieder diese Durchlaufscheiße. Das ist so schwer zu verteidigen. Finde ich zumindest. Ich frage mich, warum ich das mir noch nicht angewöhnt habe, das selber zu machen. Bei 2 in der 84. Das nächste Unverdiente. Ich hoffe, er schießt jetzt nicht noch kurz vor Ende das Fall mit Alaba, ne? Ich hoffe, er schießt jetzt nicht noch kurz vor Ende das 3-2, sondern wir. Toller Pass, Arangis. Oh, zum Glück, ey. Eigentlich Paradeposition für Robben. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Oh, so knapp.
Er schießt wirklich noch das 3-2 in der 90. Geile erste Aufnahme in dem Spiel, in der Weekend League. Auch absolute unverdiente Führungen wieder für die beiden Spieler. Ich verliere beide Spieler. Oh Gott, ist das. Und vor allem, das haben wir 2-0 geführt, ne? Fuck! So eine Scheiße, ey! Bis zum nächsten Mal. Geil. 2 Spieler unverdient verloren und dann auch noch so beschissen.